Okay, Insel, wie siehst du aus? Klein, hat so eine Delle. Relativ klein mit so einer Delle. Nein, nicht Paradise Spring. Barnacle, nein. Kein Fort. Castaway, nein. Fool's Lagoon ist es auch nicht. Ach, hier sind die Sachen. Sowas ist das. Okay, da müssten wir tauchen. Das können wir vielleicht nur machen, je nachdem, wie viel Uhr es nachher ist. Booty Island. Da war es doch. Ja, gar nicht weit von hier. Einfach südwestlich die nächste Insel von hier. Hervorragend. Kriegen wir hin. Setzt die Segel, Piraten, yo-ho. Entschuldigung. Westen. Aber nochmal U-Turn. Da hinten müsstest du doch sein. Das müsste sie sein, am Horizont. Ja, ist sie. Booty Isle. Okay, sehe ich gleich was glitzern. Da steht eine Truhe. Das war nicht gut. Noch was? Scheiße. Dachte, das ist ein bisschen tiefer dort. Aber da gab es wohl eine Untiefe. Oh hey, brauchen wir schon nicht mehr mit dem Ruderboot rüber. Können wir direkt rüberlaufen. Ja, kurz das hier, weil ich da hinten schon was sehe. Das schon ein bisschen Ärger ersparen möchte auf der Insel gleich. Sag mal. Das gibt's doch nicht. Natürlich eine Flaschenpost.
Da habe ich nicht mitgerechnet. Ich habe nicht gesehen, dass ich da schon out of Munition sind. Shit, 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 shit. So nah. Ah! Nur weil ich mich da so blöd an dem Felsen verhängt habe. Ah, muss auch mal sein, das erste Mal heute. Verdammt. Okay, auf ein neues. Ah, haben wir es jetzt dann bald? Meine Fresse. Natürlich noch mehr Mission erhalten. Hier ist irgendwo noch was undicht, wenn der Wasser im Rumpf ist. Ist hier oben was? Ah, da ist was. Jetzt passt. So, wir wollten noch hier, müssen eigentlich, weswegen wir überhaupt da sind, wo ist denn überhaupt? Ah, nice, das ist eine doppelte Karte tatsächlich. Das ist im südöstlichen, in der Einbuchtung. Da, wo so Wasser drin ist. Also hier. Hier sind die Felsen. Das ist hinter einem, also hier müsste es sein. Ja. Okay. So, eine Truhe bleibt noch übrig. Hier. Ist die, hier ist die Einbuchtung.
Im großen Felsen, im grünen Streifen, also hier. Hahaha, leck mich am Arsch. Das ist nicht, ich sehe da Lunte schon, das ist nur Sprengpulver. Festungsschießpulverfass. Ja. Begraben wir hier. Das nehme ich nicht mit. Noch was von dieser Insel? Cook's Hollow. Am Schrein der nassen Umarmung. Okay, nehme ich einmal mit. Schrein antiker Tränen. Was haben wir denn? Wir haben Schrein der nassen Umarmung. Schrein der nassen Umarmung, oder? Am Schrein antiker Tränen. Okay, das wäre ja direkt hier. Dann versuchen wir das mal. Ein antiker Tränen. Das andere hieß Schatzkammer Lost Oceans. Ja, finde ich nicht mehr. Wir fahren einmal kurz rüber da. Also einmal Richtung Osten. Mal kurz. Noch was? Ja, hier. Nee, das war's.
So, dann einmal auf Richtung Osten. Ah, dieser Nebel hier. Okay, wie krass. Das sieht auch schon mega interessant aus. Das greift mich an vor allen Dingen. Und es trifft gar nicht mal schlecht. Mal in den Wind, dann sind wir schneller weg. Schrein antiker Tränen. Ah, jetzt geht's wieder auch aus der Nebelsuppe ein bisschen raus. Ah, da vorne sehe ich doch irgend so einen rosa Schimmer schon. Ich glaube, da sind wir richtig. Oh nein. Scheiß auf das. Wir müssen jetzt erstmal weg hier. Zum nächsten Outpost ist das jetzt wichtiger. Ja, am Devil Switch drumrum nach oben dann, Richtung Norden. Auch nicht die auch noch. Klar, alles zugleich, oder was? Unser Schiff hat relativ gut standgehalten im Ganzen. Nur ein bisschen an Kurs verloren.
Jetzt haben wir aber Wasser. Mal kurz auf der Switch nehmen. Das ist gerade das Sicherste für uns. Unser Schiffsmast wurde getroffen. Ich sehe den Outpost. Klar! Zum Schluss ist echt jetzt noch beides. Es ist echt, manchmal habe ich echt ein Glück. Wieder Fahrt aufnehmen. Ja, nichts wie zum Outpost einfach. So, wo seid ihr jetzt, ihr Pisser? Entschuldigung. Da war tatsächlich ein Verlust, haben wir sogar. Und zwar unser Hühnchen haben sie gekillt. Das ist, glaube ich, einmal gestorben. Weil die so in die Menge geballert haben dort vorne. Das hat es noch einmal erwischt. Oder? Ja, da. Nun. Könnten wir das Huhn auf Fleisch nehmen, das ist alles.
Ja. Nicht so schlimm. Ah, da hinten ist wieder der Megalodon. So, das. Ne, das ist das Hühnchen. Ich weiß nicht mehr aus. Fleisch kochen. Ich glaube, jetzt ist es durch. Toll. Ja, du musst ja wirklich auf die Feinheiten achten hier. Das sind wirklich Details, was das nachher entscheidet, ob das gekocht, verbrannt oder sonst was oder whatever ist. Okay, das ist jetzt durch, das Schweinefleisch. Und das Huhn ist jetzt auch durch. Ja. Okay. Jetzt gehen wir mal verkaufen. Haben. Das ist die Truhe des Seefahrers. Die geht einmal hier hin. Nochmal Truhe des Seefahrers. Geht auch hier hin. Truhe des Kapitäns bekommst du ebenfalls. Ist sie leer? Ja, die ist leer. Da geht, glaub, nicht alles an dich. Ja.
Wissen, was geht an Sie hier? Dann bekommst du. Bitteschön. Oh, ich bin so doof. Ich habe noch die ganzen kleinen Sachen. Warum habe ich jetzt die Schatztruhen verkauft? Die hätte ich für den Transport super nutzen können. Da habe ich jetzt echt nicht mitgedacht. Ah, dafür ist das natürlich clever, sowas. Hier, bitteschön. Nein? Du willst die Lagerkiste auch nicht haben? Du willst sie nicht haben? Okay. Wer kriegt eine Lagerkiste? Kriegst du eine Lagerkiste? Nein, du kriegst keine Lagerkiste. Kriegst du eine Lagerkiste? Nein, du kriegst auch keine Lagerkiste. Du auch nicht? Okay, kriegt die niemand offensichtlich. Kriegst du eine Lagerkiste? Kate, möchtest du eine? Nein. Haben wir auch eine Chance, hier rumzukommen. Genau, das ist nämlich noch das Problem. Ich habe hier das ganze Regal noch voll mit Kleinkram. Großartig. Genau da wollte ich nicht hin. Nochmal Schädel. Was für eine Biene haben wir? Hier haben wir jetzt alles. Was können wir nicht verkaufen? Das Huhn ist leider tot. Gut. Das geht natürlich, okay. Das geht auf alle Fälle an den Golddingerer hier.
die beiden Kasten. Kriegst du hier? Und der Schädel ist wieder für ihn, nämlich nicht. Nein, das ist wieder für dich. Boah, die Schädel sind richtig viel wert eigentlich. 600 von dem Gold. Für den Vergleich, dass ich manchmal 400 für eine ganze Kiste bekomme. Das ist gut was wert. Und den hier auch noch bekommst du. Dann ist das leer. Nicht, ne? Oh Gott. Wie doof. Das war die falsche Taste. Ich dachte, man konnte sich auch irgendwie hier so hinsetzen. Einfach, sag ich mal, in... Einfach hinsetzen? Das... Verwechseln, Maus scrollen, Harpune. Ruderboot, links, rechts, rennen. Köder. Schön, denn damit, das ist gar kein Wort, denn damit wären wir dann auch schon, ja auch schon, ist auch schon wieder drei, würde ich sagen, am Ende angelangt. Jetzt haben wir alles noch schön verkauft und, nee, das geht gar nicht. Stimmt. Wie zum Teufel mache ich hier einen Screenshot? Egal, machen wir keinen Screenshot halt an dieser Stelle. Sondern genießen einfach den Ausblick hier drauf. Und dann würde ich sagen, ich suche noch euch noch jemanden raus zum Raiden. Wahrscheinlich etwas in die RP-Richtung. Und ich schalte schon mal einmal hier rüber.